In der israelischen Negev-Wüste leben etwa 76.000 Beduinen. In jeder Hinsicht am Rand der Gesellschaft. Die staatlichen Institutionen kümmern sich nur beschränkt um sie. Strom und fließendes Wasser haben die Beduinen kaum. Mit Beduinen oder Nomadenromantik hat die Realität wenig bis gar nichts zu tun. Abed al-Mahdi versucht zwar für sich und seine Familie das Beste zu machen aus der misslichen Lage, aber zaubern kann er nicht. Wir schaffen es nicht, unseren Kindern eine gute Ausbildung zu garantieren. Doch genau das brauchen sie, damit die nächste Generation von Beduinen besser auf das Leben vorbereitet ist, als wir es waren. Hier mitten im Negev steht ein Kindergarten. Al-Haya heißt er. Das Leben. Der Kindergarten soll den Beduinenkindern zum Start in ein besseres Leben verhelfen. Jeden Morgen bringt ein angejahrter Schulbus rund 25 Beduinenkinder zwischen 2 und 5 Jahren hierher. Für die Kinder ein Erlebnis. Obwohl aus Geldmangel vieles improvisiert werden muss. Es ist natürlich nicht leicht. Überall fehlt es uns an Geld, da wir nicht staatlich anerkannt sind. Und unsere Lehrerinnen bräuchten mehr Ausbildung. Doch trotz des Mangels erleben die Kinder hier Dinge, mit denen sie sonst niemals in Kontakt kämen. Dank dem Kindergarten passen sie später besser in die Schule und sind nicht von vornherein ausgeschlossen. Ihre Träume sind so bescheiden wie ihr Leben. Ich möchte nichts Besonderes werden. Bloß hier im Kindergarten singen. Ich komme jeden Tag gern hierher. Jetzt lerne ich. Später aber möchte ich Buschauffeur werden. Der Kindergarten in der Wüste wird unterstützt von der Schweizer Organisation Kiryat Yearim. Neben ihrem Kinderdorf unterstützt die Organisation Bildungsprogramme für die arabische Bevölkerung Israels. Mehr darüber auf Teletext und im Internet.